Ein Tag ging zur Neige, ein Tag wie die anderen. Eine Nacht stieg herauf, wie keine vorher und nachher, die Nacht der Gnade und des Heils. Da verkroch sich die alte Schlange und es verstummte die Unrast der Welt. Josef und Maria hatten sich von Nazareth aufgemacht, des Kaisers Gebot zu erfüllen. Müde von der weiten Wanderschaft waren sie abends in Bethlehem angelangt und suchten Herberge. Nein, oh nein, es kann
Josef und Maria gingen zur Stadt hinaus. Draußen aber nahm sie ein armer Hirte namens Felix auf. Er hatte nur im Stall für sie Raum. Dort schüttete er frisches Stroh auf, dass sie ein Lager hatten. Eine Krippe war da. Dahinter standen ein Ochse und ein Esel. Will denn niemand sich erbarmen? O Maria, komm zu mir. Nimm die Herberg bei mir, Armen. Offen steht die Herzenstür. Um Mitternacht aber, während der Stern von Bethlehem über dem Stalle leuchtete, gebar Maria ihren Sohn, wickelte ihn in Linnen und legte ihn in die Krippe. Der Ochse und der Esel waren ausersehen, dabei zu stehen und das göttliche Kind mit ihrem Atem vor Kälte zu schützen. In der Nähe waren Hirten auf dem Felde und hüteten ihre Herden. Da sie wach waren und die große Herzenseinfalt besaßen, durften sie als Erste die Weihnachtsbotschaft der Engel vernehmen. Thank you.
wird es kalt. Ich bin der Steffel, bin schon alt. Ich bin der Veit, hab junges Blut. Ich jag den Wolf, bin frohgemut. Der dritte Hirte, das bin ich, der Rochus. Ich seh ein großes Licht. Ja, wo denn, Rochus, du Prophet? Dort überm Stall ein Stern aufgeht. Er strahlt und glänzt mit großer Pracht. Hat fast die Nacht zum Tag gemacht. Wahrhaftig, und jetzt aus den Höhen die Engelstimmen, fein und schön. Seid still, dass wir es hören. Ein Wunder geschieht, ich möchte schwören. Reicht dazu nicht, ach. Doch seht, dort steht ein wahrhaftiger Engel. Mich fasst die Angst. Mich packt der Schreck. Ich mich versteck. Fürchtet euch nicht. Gott in der Höhe sei er und Friede auf Erden. Ich verkünd euch große Freud. Der Heiland ist geboren heut für euch all im Bethlehems Stall. Liegt in der Krippe, in Windeln gewickelt. In der Krippe ein Kind, lass uns sehen geschwind. Verstehen wir's auch nicht, ein Engel keine Lüge spricht. Eilten in den Stall und fanden alles, wie der Engel gesagt hatte. Yeah.
Die Armen im Geiste, die sahen das große Licht. Die Kinder der Welt, die fanden es nicht. So klingt's aus dem Stalle, friedvoll leise. Draußen aber tönt eine andere Weise. Draußen die Unrast. Draußen nur Neid und Hass. Draußen nur Widerstreit. Draußen Hartherzigkeit. Ruhm und Preis sei dir, großer Gott, Kyrie eleis. Kehrten zurück und erzählten, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Die es hörten, wunderten sich.
Als die Bethlehemiten die Kunde der Hirten vernahmen, regte sich die Schuld in ihrer Brust. Sie wussten ja um des Propheten Wort. Du, Bethlehem, aber bist mitnichten die geringste unter Judas Fürstenstädten. Denn aus dir wird hervorgehen der Fürst, der mein Volk Israel regieren wird. Andere aber sprachen, kann der ein Fürst sein, der in einem Stalle auf Heu und Stroh gebettet liegt? So schieden sich schon damals die Geister. Die Hirten indes lobten und priesen Gott. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen. Du unsere Frau! Josef indes war besorgt um Maria und ihr göttliches Kind und beschützte beide vor dieser kalten Welt. Sankt Josef, du treuer Gottesknecht, wie kennt die große General, und dennoch traf ich der Gnadenstrahl. Wären die Großen so groß wie du, wir hätten vor Krieg und vor Hier aus den Hochmut und den Streit, schenk uns ein wenig von deiner Bescheidenheit. Als 8 Tage um waren und das Kind beschnitten wurde, erhielt es den Namen Jesus, wie ihn der Engel in Nazareth genannt hatte, noch ehe er im Mutterschoße empfangen war. Thank you.
Dann begab es sich, dass die heiligen drei Könige aus dem Morgenland gezogen kamen. Als sie in Jerusalem angelangt waren, fragten sie: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Sie konnten nämlich die Sterne deuten. Deshalb nannte sie das Volk die Weisen oder die Magier. Als Herodes die Worte der Weisen hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Dann wies er sie nach Bethlehem. Auf ihrem Rückweg möchten sie ihm Kunde geben, wo er den neuen König finden könne, damit auch er hingehe und ihm huldige. Dann zogen die Weisen weiter gen Bethlehem. Viel Volk war herbeigeströmt, um die Könige aus dem Morgenland, ihr prächtiges Gefolge und ihre reich beladenen Kamele zu bestaunen. Auch der Hirte von Bethlehem, Felix, hatte den Zug der heiligen drei Könige gesehen. Und er war es auch, der sie zu seiner Hütte führte. Als er gewahr wurde, dass sie ihre Knie vor Jesus beugten und ihm ihre Gaben darbrachten, da ward es Felix erneut zur Gewissheit, dass er den verheißenen Messias bei sich aufgenommen hatte. Und er hätte seinen armseligen Stall nicht um den schönsten Fürstensaal daran gegeben. Die Weisen aber stimmten den Lobgesang an, dem sich zum Ende eine Engelsstimme zugesellte. Parvulus filius natus est vobis. Das heißt, ein Knäblein ist euch geboren. Wir sind zu Grüßen.
Dann zogen die drei Weisen wieder heim in ihr Land, nach Tarsis und Saba. Im Traum hatte ihnen Gott einen anderen Weg gewiesen, als sie gekommen waren, damit sie Herodes nicht mehr begegneten. Und so entschwanden sie in der weiten Ferne, wie sie von dort aufgetaucht waren, Künder des Heils von Bethlehem bei den Heidenvölkern. Uns aber brachten sie die Kunde vom Morgenstern, dem großen himmlischen Wegweiser.